Ja, die persönlich größten Erfolge, politische Momente, das ist natürlich schwierig nach so viel langer Zeit. Aber ich persönlich fand das Thema Lärmschutz für mich ein großer Erfolg, weil das die Initiative war, die kleine Kommission Lärmschutz einzuberufen und letztlich auch dazu geführt hat, dass da auch durchaus viel Geld jetzt zur Lärmsanierung drin ist, wo zum Beispiel der Flüsterasphalt mit finanziert werden kann oder auch die Lärmschutzfenster. Also das fand ich war schon ein toller Moment. Ja, die größten Enttäuschungen und negativen Erlebnisse, da hat man ja mehr von in der Opposition. Aber dennoch, es war vielleicht noch nicht mal sowas wie die Köbogentunnel, sondern eigentlich so eine persönliche Sache. Bei mir im Stadtteil wurde gebaut und da war eine 180 Jahre alte Eiche, die ist gefällt worden, nur damit da noch eine halbe Doppelhaushälfte mehr hinpasst. Also das fand ich war sehr enttäuschend für mich. Die Wünsche für die nächste Wahlperiode, naja, der erste Wunsch ist natürlich immer mehr mitgestalten können. Das heißt natürlich dann auch mehr Stimmen und eine Ratsmehrheit mit grüner Beteiligung. Das wäre dann sozusagen schon mal das Oberste für alle Wünsche. Ansonsten mein Thema ist der Umweltschutz und der Klimaschutz und da wünsche ich mir natürlich auch, dass es da noch besser vorangeht.